Echt? Das ist gesund, jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Obwohl ein Vortrag, ja, ich werde einen Vortrag halten, der ist relativ kurz. Der heißt 24 Bytes Arena for Color. Das kann man entweder schon als richtigen Inhalt sehen oder vielleicht auch eher als Intro zu, was ist Demo-Programmierung, warum ist es witzig und was kann man da so lustige Dinge tun. Munching! Genau. Viel buntes Munching Squares, man kann das bei DOSBox natürlich schneller machen. Warum ist das überhaupt gerade in einem DOSBox und nicht native in meinem Linux? Weil DOS hat die schöne Eigenschaft, dass es mit dem COM-Dateiformat ein sehr Low-Overhead-Executable-Format hat. Also eine COM-Datei besteht einfach aus ausführbaren Assembly-Instruktionen und sonst nichts. Das spart, wenn man als Ziel hat, wie bei Demo-Programmierung üblich, mit möglichst wenig Byte-Verbrauch sozusagen möglichst viel Effekt zu erzeugen, dann ist das sehr hilfreich, wenn man halt nicht nur irgendwelche Elf-Header oder so wegoptimieren muss. Sondern man kann sich einfach darauf konzentrieren, die Instruktionen zu verwenden, die man braucht. Das sind die im Vortragstitel angesprochenen Farben. Die Frage ist, wie macht man, dass diese Farben erscheinen mit wenig Bytes? Also wir wissen, wenn man normalerweise jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine SDL-Anwendung hätte oder so, dann sind wir ganz schnell allein für die Symboltabellen irgendwo im Kilobyte-Bereich wahrscheinlich. Aber das geht halt auch knapper. Leider hat dieses Programm, die DOSBox, nicht die Möglichkeit, sich zu beenden, weil das System Spaß haben zum Opfer gefallen. Eigentlich wollte ich dieses Programm hier erklären, ihr seht aber, da sind nicht überall Kommentare dran. Das hat einen einfachen Grund. Mein Vortrag war angekündigt mit 24 Bytes Arena for Color. Ich bin sehr stolz, reportieren zu können. Der Vortrag hätte sinnvollerweise geheißen 23 Bytes Arena for Color. ich mache mal den Syntax-Kram aus. Ich glaube, es ist ein bisschen besser zu sehen. Oh ja. Also Semikolon, also das hier ist Messen-Syntax. Ganz normale Intel 886 Syntax, also Quellregister sind tendenziell eher rechts und Zielregister sind tendenziell eher links angeordnet. Nur manchmal nicht. So wie bei DiffDX, da kommen wir gleich hin. Semikolon macht Kommentarbeginn, ist vielleicht klar. Kurze Frage, könntest du, hast gesagt, in Linux würde es native nicht laufen, unterstützen Linux die Interrupts und, oder könntest du direkt zeichnen mit Assembly auf hin? Also grundsätzlich kann man natürlich mit Assembly in Linux zeichnen, aber du müsstest halt das Kernel-Interface benutzen. Das ist inzwischen auf 8086-64-Bit-Maschinen, so wie mein Laptop einer ist, nicht mehr mit Interrupt-Instruktionen gedacht. Ich glaube, Interrupt 80 existiert noch für Backwards-Compatibility. Aber es gibt eine neue Instruktion, syscall heißt die, die hat einige Performance-Vorteile, weil sie die Page-Table Setup und so für den Wechsel in den Kernel-Kontext. Die ist aber auch nicht wesentlich länger. Das große Problem bei Linux-Executable sind im Wesentlichen die 11 Metadaten-Overheads und zum Zweiten, es gibt, soweit ich weiß, also die Framebuffer, die weiß, das kenne ich nicht gut genug, aber man muss mindestens irgendein File-Skript so noch öffnen und solcherlei Dinge tun, wohingegen das in DOS, was sogar, also das ist eigentlich noch nicht mal richtig DOS. Interrupt 10 wird normalerweise vom BIOS irgendwie bereitgestellt und von DOS nur freundlich geforwardet oder einfach in Ruhe gelassen, das weiß ich nicht genau, was Microsoft da tut. Gibt einem eine sehr, sehr einfache Möglichkeit zu zeichnen. Bei Linux hast du eigentlich immer, du holst dir dann irgendwie ein Memory Mapping und das musst du dann nochmal blitzen und so und hast du mehr Funktionscodes und so weiter. Das ist hier alles einfacher. Aber grundsätzlich ist das möglich, wenn man unbedingt will. Normalerweise würde man aber irgendwie Lib dazwischen schalten, also Lib4GA gab es früher, aber wahrscheinlich würde man einfach SDL nehmen für Demo-Programmierung, weil die API relativ klein ist und man nicht dafür arbeitet. Müsst du dann SDL nicht die gesamte Größe dazu zählen? Das wird nicht zugelassen, oder? Ich denke, also normalerweise hatten wir, wenn man echte Demo-Competitions jetzt hätte, ist ja der Kontext festgelegt, der halt erlaubt ist. Und ich weiß nicht, ich nehme an, normalerweise würde man dynamisch gelinkte Libraries nicht dazu zählen tatsächlich. Jedenfalls keine, ich sag mal, üblichen. Aber das hängt sicherlich auch jeweils von der Kategorie ab. Also man hat ja meistens sowieso dann meinetwegen DOS-Demos oder so, die 256-3-Demos sind also unter DOS, aus genommenem Grund. Aber wenn man jetzt etwas Großes hat, zählt man normalerweise die Lips nicht dazu. Also auch bei den, sagen wir, 64 Kilobyte Demos auf Windows, die benutzen auch OpenGL-Libraries oder DirectX. Da fragt auch niemand. Also gehe ich davon aus, dass man normalerweise dynamisch, also der übliche Weg ist, dynamische Libraries wohl nicht dazu zu zählen. Na gut, hier gibt es sowieso keine komplizierten dynamischen Libraries und solcherlei Dinge.
Es gibt genau eine Library, die wir benutzen, die hat uns quasi das BIOS hingelegt, in Form des Interrupts 10. Wer schon unter DOS-Assembler gemacht hat, weiß vielleicht noch, dass es irgendwie für Video-Stuff zuständig ist, der Interrupt 10. Das funktioniert im Wesentlichen so, dass das AX-Register in zwei Hälften geteilt wird, die obere Hälfte AH genannt, die gibt sozusagen an, welche Funktion von dem Video-Funktionsumfang man gerne möchte, und AL gibt an, ist sozusagen der erste Parameter, der irgendwie reingeht. Ja, AH0 ist Set Video Mode. Das möchten wir gerne tun, weil wir müssen irgendwie von diesem Textmodus wegkommen, damit wir bunt haben. Das Schöne ist, bunt kriegen wir geschenkt. Es gibt einen Videomodus, der hat 256 Farbenpalette voreingestellt. Das ist die bunte Farbe, die wir gerade gesehen haben. Und dieser Videomodus hat die Nummer 1,3 hexadezimal. Deshalb laden wir diese Nummer 1,3 in das File-Register. Das wird sozusagen das erste Argument für unser Set Video Mode Interrupt. Und AX, das Weißmann TM, war vorher irgendwie hinreichend genullt in den oberen Bits, dass man es einfach weiter benutzen kann. Dann ruft man hier den Interrupt auf und dann hat man einen Videomodus gesetzt, der 256 Farbenpalette hat. Und die Speicherstellen ab 0A0000 hexadezimal sind einfach der Videoram. Das ist, ich weiß nicht genau, aber es wird wahrscheinlich einfach von der MMU irgendwie noch gemappt sein, auf RAM, die Grafikkarte hat, das heißt, wenn man da reinschreibt, dann wird es bunt. Das ist jedenfalls das, was am Ende passiert, also in diesem Fall ist es natürlich das, was die DOS-Box freundlicherweise emuliert. Aber früher war das wirklich gemappt. Ja, und dann ist die nächste Frage, wie schreiben wir sinnvoll in diesem Speicherbereich 0, also A0000? Man kann einfach das Segmentregister laden, als Space Address diese Adresse nehmen. Das Problem ist, dann haben wir relativ viele Bytes verbraucht. Irgendwann hat irgendjemand mal irgendwo herausgefunden, dass das schneller geht und dass rein zufällig das PX-Register bei Programmstart auf einen Teil des Speichers zeigt, wo unter anderem die richtigen Bytes, nämlich 0A0000 und so, drin sind, sodass man mit dieser Assembly-Instruktion das ES-Register laden kann, sodass es jetzt A000 enthält. LES ist eigentlich dafür zuständig, quasi einen Farpointer aus dem Speicher zu laden. So ein Farpointer unter Segmented Memory Model besteht aus einem Segmentregister, das Ding ist 16 Byte groß, und halt noch einem 16 Byte Offset-Register. Und es ergibt sich offenbar, warum, ist mir nicht bekannt, ist auch meiner Quelle damals nicht bekannt gewesen, als ich das gelernt habe, und habe ich auf dem Internet nicht unmittelbar entnehmen können. Jedenfalls ergibt es sich, dass wenn ein DOS-COM-Programm gestartet wird, dass das Register WX auf eine geeignete Speicherstelle zeigt, die halt an der richtigen Stelle, wo das Segmentregister geladen wird, diese A0000 enthält. So, nach dieser Instruktion haben wir das ES-Segmentregister so geladen, dass es im Wesentlichen auf den Start des Videorams zeigt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der nicht ganz exakt da, so ein paar Pixel woanders, aber das macht nichts, weil da ist sonst nichts im Speicherbereich, da kann man einfach drin rumbratzen und das kommt dann im Wesentlichen auch auf den Monitor. Ja, der Plan von diesen Munching Squares ist im Wesentlichen, die X- und die Y-Koordinate binär zu XORn, also exklusiv oder, und das als Paletteneintrag zu verwenden. Das passiert weiter unten in dem Programm, aber um die X- und Y-Koordinate ermitteln zu können, ist der Plan, wir nehmen quasi den Pixel-Index einfach im Framebuffer und teilen halt die Breite des Screens wieder raus. Dann haben wir halt modulo ist dann die eine Koordinate und geteilt ist halt die andere Koordinate. Die Breite des Bildschirms ist in diesem Fall 320, das ist halt Eigenschaft dieses Videomodus 13. Das heißt, diese 320, die hier steht, kommt jetzt in das BX-Register. Ja, dann gibt es hier, was als nächstes folgt, einen kleinen Trick, um ein Byte zu sparen. Diese Instruktion, die da steht, BB ist im Wesentlichen MoveBX-Konstante, steht da quasi, und 4001 ist halt 320. Das Schöne ist, diese Instruktion endet, also diese drei Bytes sind halt enden mit 01. Und 01, stimmt das überhaupt? 01 F0 ist die Instruktion addiere SI auf AX. Das wird später benutzt, also das SI-Register macht quasi, dass unsere Munching Squares auch Munching sind. Das ist einfach eine Palettenrotation. Das heißt, in jedem Frame wird quasi dieses ganze XOR-Geraffel gemacht und dann auf jeden Pixel noch einmal der Wert von SI addiert, um quasi jeden Pixel durch diese Palette durchzuführen.
animieren, sage ich mal. Ja, eigentlich könnte man jetzt sozusagen diese Schleife hier reinschreiben, ja, addiere SI auf AX drauf. Aber man kann halt das eine Byte nochmal benutzen, was am Ende der anderen Instruktion steht. Wie kommt man auf sowas? Also zuerst stand das XSI irgendwo ganz anders, ich weiß es nicht. Und dann guckt man sehr lange auf die hexadezimale Repräsentation seines Codes und guckt, ob doppelte Bytes vorkommen und versucht dann Schleifenbeginne so rumzuschieben, dass man solche Tricks halt machen kann. Also das macht man, glaube ich, so bis zur Größe von vielleicht 1 Kilobyte Demos. Darüber hört man normalerweise mit solchen Einzelbyte-Sparmaßnahmen auf, weil man halt nicht genügend Zeit dafür hat im Vergleich zu anderen Optimierungen. Aber wenn man so ganz wenige Bytes hat, lohnt sich das durchaus mal. Gelegentlich, also es ist hier leider nicht möglich, lohnt es sich auch Konstanten anzupassen. Also angenommen, wir hätten hier die freie Wahl, ob das 320 oder 240 sind. Dann haben wir sozusagen schon ein Byte, wo wir vielleicht auch 0,2 bekommen würden. Nee, würden wir nicht, aber angenommen, es gäbe noch größere Videomoden, dann könnten wir irgendwann das Byte sogar aussuchen. Dann kann man gelegentlich mal durch geschicktere Wahl von Konstanten so sozusagen absichtlich noch Instruktionsredundanzen erzeugen. Ist aber hier nicht passiert, das kann ich in einem anderen Vortrag mal erzählen. Ja, dann diese Instruktion ist sehr hübsch, die nimmt das AL-Register und schreibt es an die Adresse ESDI. Das klingt überhaupt falsch. Und inkrementiert danach noch das DI-Register. Wer sich das aufmerksam durchgelesen hat, wird festgestellt haben, dass das DI-Register nicht initialisiert ist. Das stört aber im Wesentlichen nicht weiter. Weil wir nehmen einfach an, dass DI halt die Pixel-Koordinate ist, die wir gerade schreiben. Und wir werden das eh unendlich oft machen. Das kann sein, dass wir den ersten Frame halt nicht am Anfang anfangen, aber es stört auch nicht, weil dann halt bald der zweite Frame kommt. Und der fängt dann halt am Anfang an. So, ja. Makes sense. Ja, dann, was eigentlich passiert ist, wir laden diese Pixeladresse, wo wir was hingeschrieben haben, wo wir gerade was hingeschrieben haben, laden wir nach AX. Und anschließend teilen wir das Registerpaar DX und Doppelpunkt AX, also quasi die 32-Bit-Zahl, die sich ergibt, wenn man DX und AX hintereinander schreibt, binär, durch BX. BX ist immer noch unsere 320, also die Bildschirmbreite. Und das Ergebnis liegt wieder in AX und DX vor. Das eine, nämlich AX, ist das Ergebnis der Division und DX, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Ergebnis von Modulo sozusagen. Die werden dann hier in dieser Zeile zusammengesort und das Ergebnis steht am Ende in AX. Und kann dann im nächsten Schritt, wenn wir dann die Schleife einmal durchgelaufen haben, die innere, hier durch dieses DOS-B quasi im Videoraum geschrieben werden. Jetzt habe ich nicht erklärt, was dieses CWD macht. Das Problem ist, Division ist eigentlich eine vorzeichenbehaftete Operation und benutzt auch das DX-Register noch mit. Also ich hatte ja gesagt, es teilt das DXAX-Register. Wir brauchen aber nur das AX-Register zu teilen, weil das enthält die Koordinate DI. Und in DX steht potenziell noch der Dreck sozusagen von dieser letzten Teilung drin. Das würde ziemliches Chaos verursachen. Aber freundlicherweise gibt es eine einbytelange Instruktion, die heißt CWD. Die sorgt dafür, dass das Sign-Bit, also das oberste Bit vom AX-Register, in das komplette DX-Register mit reinverteilt wird. Und das ist halt 0 und deshalb können wir auf diese Weise DX mit 1 Byte 0. Das ist der Grund, weshalb vorher stand nämlich XOR DX DX, das braucht aber 2 Byte. Und als ich versucht habe, den Code zu kommentieren und noch ein bisschen intern rumgelesen habe, habe ich halt gesehen, dass man das noch optimieren kann. Und deshalb ist dies die Stelle, was noch gekürzt wurde. Genau, wenn wir das gemacht haben, das Pixel berechnet, dann springen wir halt nach drawloop minus 1. Allerdings ist Loop ist eine schöne Instruktion, die dekrementiert das CX-Register und springt nur, wenn das noch nicht 0 ist. Das glaube ich, hier ist man nicht, wenn es underflow, sondern es noch nicht 0 ist. Bin ich mir gerade nicht sicher. Jedenfalls dekrementiert das CX-Register und wenn das irgendwie 0 erreicht hat, dann springt es nicht mehr. Auch das CX-Register ist nicht initialisiert, aber auch das macht nichts, weil das irgendwann ist das halt 0. Also so groß sind 16-Bit ja nicht. wenn der das springt nach drawloop minus 1, also halt nicht hier in diese komische, sondern quasi hierhin, wo der Prozessor aus dem 0,1 zu 0 ist das wohl. Die ich bin mir gar nicht sicher, wie rum die Bytes. Achso, nee, das ist offensichtlich. Ja, 0,1 auf 0 müsste richtig sein. Der DB-Befehl wird wohl korrekt sein. Diese Additionsinstruktion dann für uns zusammenbastelt. Und dann schreibt es halt das Pixel wie ein Videobuffer und so weiter und so fort. Irgendwann ist das CX-Register auf 0 gelaufen, wann auch immer, ist ein ziemlich schnurz. Jedenfalls dann wird SI inkrementiert und
es geht quasi wieder von vorne los. Das CX-Register ist jetzt halt geunderflowed und wird dann weitere 65.535 Zyklen oder so durch die Schleife laufen. Das ist ein bisschen größer als der Bildschirm ist. Das heißt, das bunte Pattern geht auch außerhalb des Bildschirms noch ein bisschen weiter. Aber das macht halt auch nichts, weil man weiß, TM, dass da nichts Wichtiges TM ist. Und das machen mehrere DOS-Demos so. Also das ist durchaus übliches Vorgehen, weil es halt die Sache sehr viel einfacher macht und man alle Register einfach wrappen lassen kann. Man muss sich halt überhaupt keinen Gedanken darum machen, da irgendwelche Endbedingungen reinzubauen, die auch wieder Platz kosten würden. Ja, das ist vielleicht einfach zu, wie macht dieses Programm bunte Dinge auf dem Bildschirm und vielleicht zu ein oder zwei Techniken, die man halt benutzen kann, um kleine DOS-Demos zu schreiben. Wenn Fragen sind, fragt. Nur kurze Frage. Ja. Du schreibst ja immer irgendwie auf das AX-Register, kann das sein? Ich schreibe, was meinst du mit Schreiben? Naja, also du musst ja, also, du sagst ja irgendwie, du willst im Endeffekt auf den Videoram zugreifen. Ja. Und der ist irgendwo gemappt. Genau, der ist nämlich an A0000 gemappt. Ja. Und Stoss B schreibt an es://di, also es als Index. Ah, okay. Und das habe ich hier geladen. Verstehe. Und di inkrementiert sich halt von 0 bis. Ja, gut. Bis 16 Bit Max. Und das db sagt dem Assembler einfach nur. Hier mach, ein, ja, mach halt F0 Byte hin. Ja, ja. Und frag nicht doof rum, was das sein soll. Also deine Executable ist jetzt im Endeffekt auch 23 Byte groß? Genau, man kann jetzt hier ja, das ist 03 und 07 ist halt tada. Was macht denn der Prozessor, wenn du, also du hast diese, mit dem DB da jetzt ein Byte geschrieben, ja, in dem Text, wenn der jetzt von oben drüber kommt, wird das Byte nicht ausführen? Ach ja, der führt ja irgendwas aus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay, aber es ist halt einfach unkritisch, weil es ist nicht irgendwie Fahrjump nach Abflachmikro. Nee, es ist halt irgendwas anderes. Ich könnte jetzt in den Instruction Maps nachgucken. Keine Ahnung. Also du lebst einfach damit, dass dann. Ja, ich lebe damit, dass ich lebe. Also genau, am Anfang passieren halt irgendwie Dinge, die demnächst dann überschrieben werden. Und ja. Ja, genau. Also fürs Protokoll, das hat absolut nichts mit normalem Programmieren zu tun. Ihr solltet euch nicht abschrecken lassen. Das die ist programmieren alle so. Teil von ganz normalen Programmieren. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch Demo-Programming. Das heißt, ja, ja. Nochmal richtig. Ja, gewisse Optimierungstechniken sind theoretisch gemeinsam, aber halt normalerweise optimiert man auf die Geschwindigkeit oder Ressourcenverbrauch und die optimiert man auf Codes, halt, was fast nie relevant ist bei normalen CPUs. Ob da wohl ein Decompiler mit klarkommt, mit diesem Jump minus 1, weil es wieder benutzt wird? Nicht mal annähernd. Nee. Obfuscation-Techniken sind ziemlich. Ich glaube, wir eher ganz gut. Könnte man sagen. Aber diese Com-Files, die können auch irgendwie nur 64K oder so adressieren oder so? War das liegt was? Aber, das hat doch Sinn, weil dein Code-Segment halt alt. Ja, ja. Also ich meine, du hast sowieso nur 16-Bit-Code-Offset. Ja, würde ich mal sagen. Also, ja, wobei theoretisch kannst du halt, ich weiß gar nicht, ob Excel das kann nativ. Du könntest dir theoretisch mehr Code-Stuff laden und dann halt mit Fahrjumps rumjumpen. Ich weiß aber nicht, ob Excel das kann. Also Com kann das jedenfalls, ich weiß nicht. Aber gut, 16-Bit ist halt eh nicht so viel. Also dein normaler Code-Kommentar hat halt nur 16-Bit, insofern reicht das nochmal auf. Ja. Ja, aber dann sind wir dabei rausgekommen. Ja, das ist für alle. Das ist richtig klar. Und so. Genau für alle. Ja. Danke. Ansonsten danke ich fürs Herzlichen.